So, Philipp. Die Abonnenten haben gesprochen. Wir müssen wir dürfen nicht mit Blaulicht vom Hof runterfahren. Vom Hof runterfahren nicht, ihr könnt es ganz einschalten. Die Abonnenten haben gesprochen. Ja, die Abonnenten waren dabei. Liken und abonnieren nicht vergessen, falls du das Video jetzt siehst. Es freut mich, dass du da bist. Baba, großer Mann. Also, das ist unser neues Highlife Rüstlösch 2, Tribus Winkel, Highlife 3. Da ist der Flo. Servus, Flo! Rüstlösch 2, Tribus Winkel, das zweite Highlife 3 der Feuerwehr Tribus Winkel. Wir sitzen im Rüstlösch 1, Tribus Winkel, was das erste Rüstlösch, was Highlife 3, 1 der Feuerwehr Tribus Winkel. Das erste Highlife. Ja, der 3000er, 4000er. Ja, genau. Früher war das ein bisschen einfacher, weil dieses... Tank 1 und Tank 2. Es ist aber ganz ehrlich, das ist quasi der Tank 1 und das ist quasi der Tank 2. Ja. Der 3000er und der 4000er. So rede ich mit Georg immer, wenn man Schulung macht. Ja, genau. Weil kennst du dich auch besser. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt 5 andere Feuerwehren hast, die es vielleicht nicht so gut kennst wie unsere Nachbarfeuerwehren, ist ja gut, wenn du weißt, okay, da kommt ein Highlife 3. Der hat einmal 3000 Liter Wasser mit, oder circa. Wie geht das? 2,2, 2,3 oder so? Wie wird 2,4? 2,4. So, irgend sowas, ja. Also für alles Minimum. Da sagt mir immer, dass diese älteren Fahrgestelle das nicht so zeitgemäß sind. Mit dem Fahren ist. Ich meine, Automatik ist wieder eine andere Baustelle. Ne? Aber prinzipiell, so vom Gehen und von der Leistung und gerade feuerwehrspezifisch. Ja, weil der null Elektronik drin hat, die irgendwas regelt, die irgendwas schaut, und der sagt, Mechanik, Gas, ist Gas aus. Genau. Wurscht, was ist. Der sagt, ich bin eigentlich noch kalt und eigentlich ist das jetzt nicht die optimale Abgastemperatur, da fahren wir nur gedrosselt und weiß der Kuckuck was. Ja, ja. Keine Ahnung, was noch alles ist. Ich glaube, Mechaniker, aber das sind ja 1000 Sensoren in allen Richtungen. Da müsste man dann davon ausgehen, wenn das so stimmt, dass der halt wesentlich entweder. Verbraucht der am allermeisten all unsere LKWs, ja. Ja. Oder es ist halt, das Auto ist so Müll von den Komponenten her, ja, dass man das alles braucht, damit er halbwegs so lange dauert, nein, wie eines mit Leib das Zeug verbaut. Das sind Autos, die gemacht sind für Fernfahrer auf effizientes Fahren. Ja. Für uns mit Kurzstrecken und das, was wir fahren, ist das nur uneffizient mit dem Auto halt. Na klar. Ja. Weil diesen Partikelfilter kriegst du ja nie mehr mit unseren Kurzstrecken. Darum schimpft er ja dauernd und ich muss dann einmal durchputzen und er tut sich einmal selber ausbrennen und. Ja. Dann. Und da ist Holle da hoch, ich hau die schwarzen Wolken raus, aber es funktioniert alles. Ja, genau. Ja, du darfst es ja auch nicht in Relation sehen mit einem Fernfahrer. Ne? Ein Fernfahrer fährt auf das Fahrgestell jetzt, weiß nicht, 1 Million Kilometer aus. Oder ja, wahrscheinlich noch mehr. Ne? Wir fahren drauf 20.000 Kilometer in 20 Jahren. Ne? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Oder was haben wir? Was ist der Zweiertag, den wir jetzt verkaufen drinnen mit 25.000? 15? 30, glaube ich. Kilometer. 1000, ja, okay. Also das, aber der ist 32 Jahre alt. Ja, genau. Unser 32 Jahre altes Fahrgestell hat 30.000 Kilometer oder mehr. Irgendwas. Das ist halt auch eigentlich hart. Ne? Weißt du, was ich nicht gefragt habe? Stört es dich, wenn ich aufnehme und das kommentiere? Dann hat er einen YouTube-Channel. Ja, bitte, ich will das nicht. Ich möchte bitte zensiert werden. Ich finde das so schön, dass du das so bei der Hälfte der Fahrt sagst. Schade. Schade. Aus Datenschutzgründen kann ich das leider nicht durchgehen. Ja, genau. Ich mache da so einen weißen Fleck da so drüber, ja. Einen redenden weißen Fleck. So einen Hund, der den Mund bewegt, ja. Und das Audio schneide ich auch raus. Da geht so, ich rede und dann fang du an. Sag mal irgendwas. Genau so funktioniert das, ja. Richtig. Läuft, ja. Läuft, ja. Eigentlich perfekt. Warum habt ihr keine Schutzmasken oben? Was? Der Fahrer braucht keine und ich retuschiere meiner drauf noch. Aber du, ganz ehrlich, unsere Frauen gehen gemeinsam am Spielplatz mit den Kindern und wir müssen dann Masken tragen, wenn wir uns sehen. Schon gescheit eigentlich, oder? Danach knutschen wir wieder. Ja, wenn die Kameras aus. Ah, weh. Du hast jetzt echt. Darf ich das wirklich nicht verwenden? Oh no, wir haben vergessen, Kinder zu winken, wir haben alle gefunden da drüben. Echt? Scheiße! Tut mir leid, liebe Kinder, falls ihr das seht, 1.1.de, wir winken zu winken. Offensichtlich habe ich mehr Abonnenten als was ich glaube.
Der war sich nicht sicher. Er steht auch auf der Bremse. Gibt wieder Gas, Bremse, Gas. Das Blöde ist, wenn es zu knapp hinter speziell ich so ich war mir nicht sicher, ob er jetzt bremst oder nicht. Also, ich lasse zu viel Gas geben, wollte ich auch nicht. Mhm. Weil der hat ganz neue Bremsen gekriegt. Beißen wir beide vom Lenkrad. Also ich von da. Siehst du, den Tisch brauche ich da jetzt. Ich weiß nicht, wie man rauskriegt. Ich weiß schon, wie man krack! Das war schon zu schwer. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Da werde ich jetzt wichtige Dinge machen. Gefahren, gut, Kehrsteinsatz. Habe ich gut gesagt. Also rechts abbiegen, über Kuppe 3, voll. Zwei links, Achtung, Feuerwehrauto voraus. Ja, das stimmt. Ach. Voll sind wir auch im Wasser, wie man das sieht. Ich kann den Leuten was erklären. Also das ist der Radio. Das ist das Hitradio Ö3 Auftritt. Jetzt nicht mehr, weil wir wollen ja GEMA und so. In Deutschland heißt das GEMA, in Österreich heißt das Bibidi Babidi Bu. Du darfst nichts auf YouTube veröffentlichen. Also das ist der Radio. Dann sind da die Fahrzeugsteuerelemente, Lüftung, Federspeicher. Das ist so lustig, wenn man ja, da reindrückt. Jetzt, ja. Hallo! Die sind so lieb! Hallo! Das sind Fahrzeugarmaturen, also was du am Fahrzeug steuern kannst. Dann sind da feuerwehrspezifische Sachen, Blaulicht, Folgetonhorn, Blitzer vorne, und das Umfeldbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, da sind vorne ein Blaulichtbalken, sind zwei so ganz fette Strahler drinnen, Straßenwaschanlage und die Fernsteuerung für die Pumpe. Das ist für hinten, für die Verkehrsleiteinrichtung. Kann man dann da aufdrehen und dann blitzt das schön und da ist noch eine Statusanzeige, was hinten im Auto los ist. So, wir sind jetzt bei der Feuerwehr Gundramsdorf. Hallo Feuerwehr Gundramsdorf. Herzlich willkommen, es ist wirklich schön, dass ihr uns eingeladen habt. Hallo! Ah, ich bin im Feierabend, ich denke mir gerade, fahrt das ruppig. Tja, ruppig. Zweimal vom Lenkrad ruppig, das gibt's ja da mal nicht. Ja, ich denke mir gerade, haut er die Gänge so rein. Wie dieser Gergo hängt mit seiner Dosen da. Der ist auch im Feiermodus, ne? Ja, der Georg ist der rechte Fuß der Feiermodus. Der will heim, sonst kriegt er Schläge. Ich aber auch. Eigentlich ist er auch quasi eine Nachbarfeuerwehr von uns, ne? Eigentlich ist nicht weit weg. Ja, und aber anderer Bezirk, ja. Alles anders, da, gell? Sofort. Eigentlich wirklich eine. Ich sag da eins. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Na, es ist, alle unsere anderen sind näher. Ja, auf jeden Fall, aber da geht es um nicht viel. Nein. Da geht es um wirklich nicht viel. Ja. Ich weiß nicht. Müllersdorf und der Stücker und du bist ein Gundramsdorf. Ja, also viel ist wirklich nicht. Also das System, was da haben mit diesen Monitore und Fernseher so geil, und so. Oder? Also dass wir das noch nicht haben, ist echt. Ja, das ist, weil wir noch die alte Alarmierung noch haben. Darf nachher nach dem Kreisverkehr gebe ich jetzt einmal Vollstoff. Ich gebe einen Feiertag. Ja, geh im Feiermodus und schaffst den anderen jetzt die Dosen. Ne? Eben die Frage ist, ob er Gas gibt. Aber ja, ich fahre eigentlich ganz brav nach der Zeit schon. Ich mache auch immer Nachtwanderung mit Klopapierrollen. Mit Klopapierrollen. Er hat sich gestohlen, Corona 2, ne? Das ist Klopapierrollen für Elefanten oder so. Ja, schau, wie schön sich der reinlegt. Mann, der ist schon schön. Das ist Vollgas. Das ist Vollgas. Ich stehe komplett. Aber das Problem ist, ich fahre normal mit Wippen, weil ich hätte zwei Gänge runtergeschaltet. Ah, der Gelb fährt nicht voll. Wahrscheinlich. Oh ja, jetzt. Das hat einen schönen Gang drin. Ja, schon cool. Ja, okay, wir fahren. Super. Ja, aber das Highlight, also ich meine, das Highlight 3, das ist immer ein vom Rosenbauer. Ist echt cool. Wirklich schön innen, ja. Also das ist, ich finde, also auch alles irgendwie auch gescheit aufgebaut. Voll. Ja, da merkst du das halt, der Rosenbauer hat halt wieder, der geht dann mehr diese Kleinigkeit, weil er hat das alles rundherum ist fix aus, das ist so. Ja. Das heißt, er weiß genau, ich kann diese Spezialfächer machen, weil das kann ich keiner anders bauen. Also das bauen sie ja eh nur so. Ja, das heißt, genau. Er weiß, da ist genau der Platz für dieses Spezialfach. Ja, genau. Und da kann ich diese Millimeter da noch, ja, noch einbauen. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, ich will individuell das Fach, dann fallen die alle weg. Das kann er dann vielleicht nur so. Das ist halt der Vorteil wieder. Es kommt halt auch darauf an, wie dein Einsatzgebiet ist. Ja? Nee. Wenn du jetzt ein urspezielles Einsatzgebiet hast, so wie wir, ja, wo wir eigentlich zwischen Waldfeuerwehr und Autobahnfeuerwehr hin und her hüpfen müssen. Ja? Das ist aber wirklich so, stimmt, bei uns. Ja. Wir fahren Alarmstufe 2 mit von Städten in die Einöde auf Waldbrand. Ja?
und wir fahren halt Alarmstufe 2 mit auf die Autobahn. Ne? Und das ist halt so ein Spagat, den es irgendwie schaffen muss. Ne? Nee. Aber sonst, ich finde Ihr Rosenbauaufbau sehr gut gelungen. Auf jeden Fall. Ich finde den echt nicht schlecht. Ich freue mich auch, wenn ich den jetzt dann aufnehmen darf, weil das ist echt ein tolles Auto. Auf jeden Fall. Bei der Terminausmachung eingefallen ist, ich habe das bei mir der eigenen Folge noch gar nicht gemacht. Stimmt, du hast die Autos nicht so gefühlt zum Fahren. Ja, nein, nein, F, damals hast du ein neues gemacht. Nein. Bei dem schon. So detailliert nicht. Oh ja, dem schon. Echt? Sicher, wie er gekommen ist. Ah, okay. Ja, aber also den zum Beispiel gar nicht. Da habe ich jetzt nur so ein Preview-Club gemacht. Ne? Aber dann müssen wir auf jeden Fall machen. Und was wir auch noch machen müssen, ist dieses Kamera hinten drauf picken und nachfahren. Das hätte ich wirklich gern. Was wir letztens verkackt haben, wo so, der Autobahnauffahrt reingefahren ist. Ja, aber da war der Georg auch schon. Der Georg hat sich da ein bisschen angackt. Ja. Er ist halt auf dem Checkpad. Das haben wir auf TikTok gepostet. Lustige Geschichte. Habe auf TikTok gepostet, wie du bei uns vorbeifährst. Und der Georg auf 60 runterbremst hat. Wo ich euch überholt und du uns überholt hast. Ne? Da schreibt er da drauf, man darf aber nur 80 fahren. Und ich so, Alter, wie hast du die Messung durchgeführt? Ja? Erstens einmal, wie kannst du das beurteilen, ob der 80 fährt oder nicht? Ja? Zweitens, was ist das für ein Schwachsinn? Die Autos gehen ja gar nicht so schnell. Ja, ich meine, okay, der geht vielleicht, was geht dann? 95 mit viel bergab und Heimweh, ja? Ja, also 100er schaffst schon fast nicht eigentlich. Ja. Und der schreibt beinahe drunter, was ist denn das für eine illegale Aktion, ja? Vielleicht hätte ich den Tacho vom Sprinter aufnehmen sollen, mit der Georg nur 60 fahren, damit das ALF vorbeikommt. Ja, aber das sind solche Sachen, wo du denkst, Alter, wie fahre ich den Leuten oder wie wollen die dich einfach nur anfacken, das ist eine ziemlich fette Spur. Fahr mal einfach rein, dann weiß er eh, dass du da bist. Damit er weiß, dass wir da sind. So ist mein Tür auch offen. Ist ja, dein Tor ist offen. Nice. Dein Hinterstübchen ist offen. Geil. Auch das mit den Tablets ist cool. Ich weiß schon, dass man es nicht verwendet, aber es ist halt cool. Ne? Aber ich finde die Option, dass man es hat, ja, schon ganz geil. Ich würde es wahrscheinlich selber nicht verwenden, aber. Manchmal bei manchen Gassen hätte ich es schon gern. Du kennst doch eh alles. Kennst doch eh manchmal musst du trotzdem überlegen. Dann denk mal, und vor allem um 3 in der Früh musst du. Ja, ja, ja. Bin ich überhaupt herkommen? Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Was muss man abonnieren? Eins erzählt. Nein, nein. Das 2, 4, 5, 7, was ist der Kilometerstand? 2, 4, 5, 7. Hab vergessen! 5, 2, 7. 5, 2, 7. 5, 2, 7. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Cheerio!